Somit herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Wir haben hier ein kleines Trailer-Video zu Assassin's Creed Origins. Das, was ich auch nicht eigentlich als Projekt darstellen wollte. Und ja, es geht um Folgendes, Leute. Ihr wisst alle, ich habe momentan kein Projekt am Start und es liegt an folgendem Problem. Es ist ein Problem aufgetreten. Mein PC ist im Arsch. Sagen wir mal, die Festplatte ist im Arsch gegangen. Und ja, ich habe mir neue bestellt gestern und die kommt leider wegen dem Feiertag Mittwoch, Donnerstag oder Freitag an. Ich weiß nicht genau wann. Auf jeden Fall wird es so kommen, dass ich nächste Woche Freitag vielleicht erst ein Video hochladen werde, weil ich dann erst wieder aufnehmen kann. Es ist richtig scheiße, muss ich zugeben. Es ist katastrophal, dass ich so lange warten muss, euch was präsentieren muss. Vor allem nochmal Dankeschön an die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nochmal Dankeschön dafür. Und schön, dass du dabei bist. Schalt mal gerne bei ein paar Projekte ein und schau, was dich so interessiert. Ja, nochmal Dankeschön an dich. An euch. Und ja. Ich bin gespannt, ich habe meinen PC komplett aufgeschraubt, meine komplette gewaltige Kraft mit meinen Pustaktionen, meiner Lunge komplett durchgepustet und das Ganze natürlich freigeblasen von Staub. Da kamen so viele Flocken raus. Ich musste. Wow, das war krass. Wir sehen hier den Trailer von Assassin's Creed Origins und ich bin gespannt. Das Game ist auf jeden Fall geil. Ja, meine Erzählung geht ein bisschen länger wie dieses Video. Aber ich sage nur eins, es wird auf jeden Fall kommen. Nur jetzt noch nicht, weil ich habe momentan so viele Projekte am Start und ja, deswegen kann ich nicht alles auf einmal machen. Müsst ihr verstehen und Verständnis für haben. Ich würde das mal sagen, ich hoffe, ihr versteht das mit den ganzen Videos, dass ich momentan erstmal eine Auszeit habe. Mein PC nicht zur Verfügung steht. In Anführungsstrichen Festplatte im Arsch. Mir hat man da sozusagen Scheiße verkauft. Ja, das ist der Punkt. Und ich bin gespannt, wann die ankommt. Ich hoffe mal, so schnell wie möglich. Da muss ich die ganzen Sachen komplett mal formatieren. Da muss ich Windows installieren. Gott sei Dank habe ich einen USB-Stick vorbereitet für 64-Bit-Version von Windows 7 Ultimate. Darauf installieren, Festplatte clean. Die ganzen Updates durchlaufen lassen. NVIDIA-Grafikkarte neu installieren. Magix-Programm, Schneideprogramm installieren, Elgato installieren, Audacity installieren und so weiter und so fort. Die ganzen Scheiß-Sachen drauf installieren, ganze Daten neu kopieren und so weiter und so fort. Das interessiert euch ja sowieso nicht. Also ich würde mal sagen, Leute, mit ihr Bescheid wisst, habe ich euch das Ganze erstmal gesagt, damit ihr auf dem neuesten Stand seid und nicht zu viel erwartet, weil die Festplatte erst nächste Woche bis Ende der Woche erst kommt. Leider. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge von T-Evil Within 2. In Crash Bandicoot, den Remastered Remake oder in Resident Evil Revelation 2. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.